In einem kleinen abgetrennten Raum, in einem Separé, sehen wir dieses wundervolle Kraftfahrzeug. Das ist der neue CLA, den Mercedes hier mit nach Genf gebracht hat. Moment mal, CLA haben wir schon gesehen, und zwar in Las Vegas auf der CES Anfang Januar. Richtig. Dieser CLA ist aber etwas Besonderes, denn wenn die Kamera mal rumgeht, sehen wir, da ist noch ein bisschen so ein Add-on quasi, so on top oder besser gesagt on heck. Denn das hier ist der CLA Shooting Brake. Shooting Brake heißt er deswegen, weil Kombi ein bisschen langweilig klingt und der hier ja auch noch eine Coupé-Form hat. Also insofern ist das ein Coupé-Kombi und deswegen Shooting Brake. Das Wichtigste an diesem Auto ist natürlich das hier, das Heck, das, was darunter schlummert, nämlich der Kofferraum. 505 Liter passen da mittlerweile rein. Das sind 10 Liter mehr als beim Vorgänger und er lässt sich auch noch leichter beladen, denn, das haben wir schon bei der A-Klasse gesehen, hier gibt es jetzt geteilte Rückleuchten. Das heißt, diese Leuchten gehen nicht mehr so weit rein in diesen Kofferraum und deswegen hat man halt ein bisschen mehr Platz. Der Wagen ist auch breiter geworden, er ist länger geworden und ein bisschen flacher. Trotzdem reicht das eben für insgesamt mehr Platz. Und was geblieben ist, leider Gottes, ist diese hohe Ladekante. Aber aufgrund der schicken Form verzeiht man ihm das. Was natürlich bleibt beim CLA und dementsprechend natürlich auch beim CLA Shooting Brake, das sind die schicken rahmenlosen Scheiben. Da setzt er sich dann eben ab von einem stinknormalen Kombi. Ansonsten das Interieur grundsätzlich bekannt. Das heißt, ein bisschen A-Klasse mit ein bisschen Shishi aus dem CLA. Alles ein bisschen schicker. MBUX natürlich mit an Bord, ist klar. Unter anderem auch mit diesem Doppeldisplay. Kennen wir alles schon. Was wir noch nicht kennen, das ist der Preis. Und ehrlich gesagt wissen wir den auch noch nicht so richtig genau. Der CLA startet so bei knapp 32.000 Euro. Der hier wird ein bisschen teurer sein. Also vielleicht knapp unter 35.000 Euro wird es dann mit dem Shooting Brake losgehen. Und wir rechnen mal so mit den ersten Auslieferungen im Herbst.